So, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von PC Building Simulator, die wahrscheinlich etwas verspätet sein wird, aber ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Trotzdem werden wir heute natürlich ganz normal wie immer loslegen mit allem, was für uns so interessant ist. Und ach stimmt, wir hatten ja letzten Part am Ende alle Kabel gekauft, die es gibt, und ein paar Dekorationen. Das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an und hängen mal ein paar Dekosachen hier auf. Und nebenbei kann ich euch so eine Kleinigkeit erzählen. Ich mache da sonst nicht großartig drauf aufmerksam, aber momentan könnt ihr tatsächlich PC Building Simulator mit allen seinen DLCs bei Humble Bundle für knapp 13, 14 Euro oder so kaufen. Und ich habe gedacht, weißt du was, da machst du mal drauf aufmerksam. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Also das ist die Steam-Version, die wir hier auch spielen. Nicht die Konsolenversion oder so, die leider meistens ein bisschen verspätet ist. Und können wir hier irgendwie den Teppich nicht hinlegen? Sekunde, ich guck mal. Oben hatten wir doch einen. Ja genau, oben haben wir einen. Warum kann ich hier unten den nicht hinlegen? Ich weiß, wir hatten damit letztes Mal schon ein Problem, aber ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein Bug. Aber scheinbar vielleicht auch nicht. Sekunde, hatten wir nicht noch was gekauft? Die waren mir eigentlich relativ sicher, dass wir da sonst noch was hatten. Dafür aber scheinbar nicht. Ne, eine Couch hatten wir auch keine weitere. Okay, aus irgendeinem Grund kann ich... Ah, jetzt. Ha, weird. Jetzt geht's hier auch, okay. Aus irgendeinem Grund ging das eben nicht. Und hier ist es auch... Ne, ich klicke, aber es funktioniert... Ah, jetzt, da hinten in der Ecke. Okay. Muss auch einer verstehen, ich tue es nicht. So, da haben wir leider nichts mehr, was dahin passen könnte. Ich glaube, hier auch nicht mehr. Nee, wie gesagt, ich wollte euch da nur mal drauf aufmerksam machen. Ihr habt auch noch ein bisschen Zeit dafür. Das läuft noch ein bisschen länger und ich werde euch das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. Denn ich glaube, das ist so ziemlich der beste Deal, den ihr für das Spiel mit allen DLCs bekommen könnt. Und ich sehe, wir haben auch zumindest halbwegs gute Hardware hier bekommen. Leider ist trotzdem die ein oder andere Sache auch hier kaputt gegangen. Ist aber Gott sei Dank nur RAM, keine Grafikkarten. Wenigstens etwas. Aber ich würde sagen, machen wir doch mal weiter mit ganz normalen Aufträgen. Was haben wir hier? Kostenloser Yoga-Workshop. Stimmt, das wurde uns letztes Mal doch schon angeboten. Gestresst, überarbeitet, Minderwertigkeitsgefühle? Probier's mal mit Yoga. Als euer neuer Fitness-Kulturguru biete ich einen brandneuen Mittagspausen-Yoga-Workshop für alle ihrer Tech-Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen an. Kommt vorbei und bringt eure Lieblingskollegen oder Kolleginnen mit. Um eure herabwürdigenden, Hunde, Krampfkriegerposen, Gott, und die allerseits beliebte halbgedrehte, umgekehrte Doppel-Kobra-Meisterbrücke üben. Ich glaube, da hat jemand auch nicht so wirklich Bock auf Yoga. Ich weiß genau, wovon ich rede. Also, sehen wir uns. Bin ich mir ja nicht so sicher, ob du weißt, wovon du redest. Aber ich lasse die anderen das mal ausprobieren. Die können es dann ja sagen, wie schlimm es ist. So, was haben wir hier? Diane mal wieder. Das mit dem ehrwürdigen... Mit dem Erwürgen hat sich erledigt. Ich wäre heute nämlich... Nämlich heute Morgen beinahe an einer Vitamintablette erstickt und daran möchte ich lieber nicht erinnert werden. Was hältst du von Tod durch Elektroschock? Also, nicht für dich, sondern wie sagt man, als Mordmethode natürlich. Könnte das funktionieren, wenn das Netz da im Computer groß genug ist? Also, an der Stelle als kleiner Clarifier. Sie redet von einem Buch, was sie schreibt. Ne? Nur für die Leute, die keine Ahnung haben, worum es geht und sich das sehr weird anhört. Das hatten wir schon, ne? Ja, besorg mir doch bitte ein möglichst dickes Netzteil mit ordentlich Watte, dann kann ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Außerdem ist mir gestern in der Mittagspause aufgefallen, dass mir manche Leute beim Tippen über die Schulter schauen und heimlich mitlesen. Was ist, wenn jemand mein PC hackt und mein Buch stiehlt? Kannst du bitte auch einen Virencheck durchführen? Ich glaube wohl eher nicht, dass jemand versucht, dein Buch zu klauen, weil das hört sich nach einer echt dummen Idee an. Aber egal. Etwa die Hälfte des Buchs ist jetzt fertig, glaube ich. Ganz genau weiß ich nicht, die Kapitel sind noch gar nicht geordnet. Wie
Wie willst du dann... Egal. Jedenfalls weiß ich jetzt, dass mein Mörder definitiv auf Orange steht. Oder auf Orange? Ja, egal. Nur sein Mordinstrument ist noch nicht fix. Übrigens, ich habe einen Menschen getötet, hat mittlerweile schon 15.000 Online-Bewertungen. Ein echter Hit also. Wahrscheinlich gekaufte Online-Bewertungen, aber egal. Offenbar hat das Buch mächtig für Wirbel gesorgt, weil es alle so lustig fanden. Was ziemlich überraschend ist, wenn man bedenkt, wie dramatisch und spannend es ist. Was soll's, es hat eben nicht jeder eine Antenne für solche dramatischen Feinheiten. Ja klar, bestimmt. Sollen wir hier wirklich nur einen Virencheck laufen lassen und ein Netzteil upgraden? Was haben wir denn hier so drin? TX850M. So, und einen Virencheck hättest du noch gerne. Hast du gesagt? Das ist ja eigentlich kein Problem. So, Virenscanner machen wir direkt mal. Ich hoffe, wir können vielleicht sogar ein anderes 850 Watt Netzteil da reintun. Das wäre jetzt nämlich mein momentaner Plan. Ich glaube, wir haben nämlich nichts noch krasseres. So, Viren hat sie tatsächlich aber garantiert nicht, weil jemand ihr Buch stiehlt, sondern weil sie zu dumm war und auf irgendwelchen komischen Websites gesurft ist, auf denen sie hätte nicht sein sollen. Das trifft leider aber auf alle Mitarbeiter hier zu. Insofern, naja, können wir ihr nicht vorhalten. Alle hier sind inkompetent. Außer uns natürlich, wir sind super. So, ich guck mal, was passiert, wenn wir das 850 Watt Netzteil reintun. Nein, warum? Warum Spiel? Obwohl, Sekunde, da stand noch fehlende Kabel vielleicht. Nee, okay. Er macht es trotzdem nicht. Auch nicht, wenn ich ihn starte, ne? Nee. Okay, wir müssen ein anderes Netzteil kaufen, was tatsächlich stärker ist. Das ist ungut, aber müssen wir jetzt halt mit leben. Gut, dass es da dieses HX1000 von Corsair gibt, was so super günstig ist. So. Das können wir uns schon mal vormerken. Und jetzt gucken wir natürlich noch, was sonst noch hier so zu tun ist. So. Von Page Nix. Oh nein, die Sache mit der Webseite mal wieder. Keine Enttäuschung erleben? Aber ach, woher denn? Die neue Webseite entwickelt sich fabelhaft, dermaßen positiv. Ich kann es kaum abwarten, bis Sie sie sehen. Naja, zurück an die Arbeit. Arbeit, Arbeit. Ich glaube, da dreht so langsam jemand durch. Wow. Da ist jemand wirklich aufs Caps mal wieder ausgerutscht. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das jetzt alles in so einem schreienden Ton vorlesen will, weil das ist wirklich viel. Das ist wirklich viel. Machen wir es mal nicht. Calogero Trovati mal wieder. Richtig empfindlich, nicht wahr? Bitte beschreiben Sie das Problem. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe ein neues Problem. Leider sind mir einige Kekskrümel in den Computer gefallen und ich wusste nicht, ob das vielleicht schädlich sein könnte. Also habe ich ihn im Pausenraum unter fließendem Wasser... Ich glaube, ich konnte dieses Video an der Stelle beenden. Unter fließendem Wasser gereinigt. Bei den heutigen Grafikkartenpreisen würden da wirklich Leute anfangen zu weinen, bin ich mir ganz sicher. Er hat noch ganz kurz gepiepst und dann war Stille. Warum? Es war doch nur eine kurze Dusche, aber nun will er partout nicht mehr angehen. Noch etwas, nach dem Baden verwende ich selbst immer Talkumpuder? Okay, also habe ich das genommen, damit es schneller trocknet. Ich dachte, du solltest wissen, falls du das Puder entfernen musst. Na toll. Zusätzliche Informationen hier angeben. Tut mir schrecklich leid. Ich kenne mich mit diesen modernen Computern nicht aus. Sie sind so schrecklich empfindlich. Mit einem Bleistift und Papier wäre das nicht passiert. Doch. Doch, wenn du Papier unter laufendes Wasser hältst, dann kannst du damit auch nicht mehr. Vor allem mit modernen Computern. Als wären frühere Computer besser gewesen. Ich war nur noch empfindlicher bei allem. Also manche Leute sollten echt dringendst gefeuert werden. Also
wirklich dringend. Aber naja. Müssen wir halt jetzt mit leben. Also ich glaube, sauber hätten wir damit erstmal alles. Ja, sieht gut aus. Müssen das Mainboard ersetzen. Ich hoffe sonst nichts weiteres, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwas davon das überlebt hat. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja wirklich nur das Mainboard. Das wäre echt optimal für uns. B460 Tomahawk. Ich weiß nicht, ob wir da was Passendes haben. So ein B460 haben wir auf gar keinen Fall. So, Sekunde. Das war natürlich ein LGR-1200 Board. Jetzt können wir natürlich mal schauen. Ja, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Na toll. B460 Tomahawk. Gut, kaufen wir das halt auch noch. Hier um. B460 Tomahawk. Dann würde ich sagen, müssen wir den PC auch erstmal so stehen lassen. Na gut, wir können von mir aus nochmal gucken, ob das Netzteil vielleicht auch kaputt gegangen ist. Nein, das hat es tatsächlich überlebt. Wie auch immer es das geschafft hat. So gut, dann können wir uns weiterhangeln zum nächsten PC und kommen dann natürlich nochmal auf die Sachen hier zurück. Philipp Lacuna mal wieder. Mein PC spielt echt verrückt und alles lädt super langsam. Kannst du mal auf Virenscan und Byteback laufen lassen? Das hat mir früher schon mal geholfen. Außerdem gibt es da diverse Dateien, die gar nicht meine sind. Okay. Ich meine, Cookbooks, das habe ich nie installiert. Ich will keinen Cookbooks auf meinem PC. Vielleicht sollte ich froh sein, dass dieses Mal nicht alles kaputt ist. Trotzdem, das macht mich echt verrückt. Und irgendwer hat meine Pflanze schon wieder in den Flur gestellt. Das muss wirklich aufhören. Sie hat zu dieser Zeit des Jahres immer furchtbar sensible Wurzelstrukturen. Der hat echt eine sehr emotionale Verbindung zu dieser Pflanze. Aber okay. Kannst du mir hundertprozentig garantieren, dass du damit nichts zu tun hast? Denn wenn du es nicht bist, dann wer? Feinde habe ich keine. Ich werde von allen vergöttert. Dann hast du deswegen auch keinen Platz in irgendeinem der anderen Büros bekommen, vermute ich. Weil du so sehr vergöttert wirst. Klar. Es kommt mir fast so vor, als läge eine Art Fluch auf diesem Büro. Oh mein Gott. Stand das etwa deswegen leer? Vielleicht wollen die dich auch nur loswerden. So, gucken wir mal. Läuft der PC noch? Oder müssen wir da was reparieren? Okay, müssen wir nicht. So, dann bräuchtest du einen Virenscanner. Und Byteback. Da sollte ja eigentlich easy gefixt sein, sonst soweit. So, Virenscanner, Byteback lassen wir auch gerade mal nebenbei laufen. Ein paar Viren waren drauf, aber hält sich noch im Rahmen. So, sonst hast du nichts. Nö. Sonst ist alles beim Alten. So, das hätten wir damit. Dann können wir die nochmal wegbringen. Sehr schön. Danke für deine Hilfe, bin immer noch etwas durcheinander. Dabei schien dieses Büro wie geschaffen, dafür endlich mein Glück im Leben zu finden. Tja, manche Sachen sollen halt nicht sein. So, was haben wir hier? Emily Erickson. Mist, noch eine Teilrematerialisierung. Aber mit jedem Versuch kommen wir dem Ziel näher. Ich habe da eine Hypothese, dass ein erhöhter Elektronenstrom es dem Atomstrahl erleichtern würde, die Daten zu rekonstruieren. Da du also sowieso die fehlenden Teile ersetzen musst, erhöhen wir doch den Zielleistungswert des Computers. Vielleicht auf 13.000? Ich vermute, dazu wirst du eine neue CPU brauchen. Vielleicht sogar eine neue Hauptplatine, aber das wird es wert sein. Oh, und natürlich braucht er eine Quelle für... Was für all die energetischen Elektronen? Das aktuelle Netzteil mag ausreichen, aber etwas mehr Schwung würde unsere Erfolgschancen erhöhen. Hast du etwas im 1000-Watt-Bereich? Sieh die Tests nicht als halbe Fehlschläge, sondern als Teilerfolge. Dieses Projekt, das wird die Welt verändern. Sogar die Führung des Ebene von Eratech hat großes Interesse entwickelt.
Die haben um Budgetdetails gewählt. Warum bloß? Sicher wollen sie das Budget erhöhen, sobald sie sehen, was wir schon erreicht haben. Ich kann nur hoffen, dass die nächsten paar Tests weiterhin einen guten Eindruck hinterlassen. Hm, du meinst so einen schlechten wie bisher? Was war denn bisher so das Ergebnis? Oh, 114 Punkte da doch. Was ist denn mal wieder da drin gelandet? I5-9600K. Ja, das könnte ein bisschen mehr sein. Allerdings haben wir nicht Besseres als 9600K hier. Aber wenn wir den ordentlich genug kühlen, könnten wir da auch ein bisschen was rausholen. Ja, da steht nicht zwingend, dass du einen krassere CPU brauchst. Da steht nur, ne? Ich vermute, dass das nötig ist, aber das bedeutet ja nicht, dass wir gezwungen dazu sind. Hätte ich jetzt so interpretiert. Wir probieren es hier mal aus. Ich meine, kann natürlich sein, dass wir es einfach sonst auch nicht schaffen, aber in der Theorie müsste es durchaus drin sein. So, ich hätte jetzt diese 1080 Ti nämlich reingetan. Was fehlt? Oh, du hast kein Netzteil. So, und dann würde ich vielleicht noch ein 9900K kaufen. Ja, eine andere GPU könnten wir auch noch nachlegen. So, noch ein weiteres HX1000. Weißt du was, kaufen wir noch, was weiß ich, irgendwie eine 2080 in irgendeinem recht kleinen Design. Eine Founders Edition. Das müsste doch passen. So, ich hoffe, das war alles, was wir gebraucht haben. So, du warst das mit einem krasseren Netzteil. Das hätten wir an der Stelle. So, das hier muss nochmal kurz weg. Dann muss erstmal die hin. Dann muss das nochmal weg. Dann das hier. Jetzt ist okay. Dann brauchen wir hier das neue Mainboard, das B460. Genau. So, das hätten wir auch. Dann bauen wir den Rest des Systems natürlich auch nochmal zusammen. So. Ja, erster Slot. Da natürlich wieder den guten alten CPU-Kühler. Und die GPU kommt auch wieder richtig hin. So, und hier hinten bauen wir mal ein Netzteil ein und hoffen dann, dass alles passt. Auch wenn ich nicht so ganz optimistisch bin. So, schauen wir mal. Zur Not, wir können immer noch ein bisschen CPU upgraden, theoretisch ja auch die GPU, aber das will ich eigentlich eher nicht. Wir schauen mal, was wir hier so rausholen können. Also was war bei den anderen nochmal sonstig zu machen? So, das war nur Viren. Das haben wir ja gemacht. Den Rest hast du ja schon. Sonst brauchtest du nichts. So. Ein riesen Dankeschön für das Mega-Netzteil. Ich weiß zwar nicht, wie gut es ist, aber die Zahl auf dem Gehäuse wirkt definitiv vielversprechend. Gut, es war auch das günstigste, aber ne, du hast trotzdem Upgrade gekriegt. Das muss reichen. So, wolltest du sonst noch was? Nee, du wolltest sonst nur dein PC sauber gemacht bekommen. Und ganz ehrlich, wenn du deinen PC und das Wasser hältst, du hast nichts Besseres verdient, außer dass dein PC jetzt wieder funktioniert. Mehr ist nicht drin, sorry. Also ganz ehrlich, nee. Was anderes, das kann ich nicht entbehren. Blitzblank. Daran werde ich mir ein Beispiel nehmen, falls er nochmal schmutzig wird. Vielen Dank.
Ja, bitte reich ihn dann nicht bei mir ein. So, hier müssen wir trotzdem noch ein paar Sachen installieren, denn ich glaube, so easy erreichen wir wahrscheinlich die Punktzahl nicht. So. Ich glaube, sonst brauchen wir nichts. Habe jetzt nicht genau gecheckt, aber ich glaube es mal, dass wir sonst nichts weiteres brauchen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so rausholen können noch. So, ein Endlos-Test erstmal. Natürlich müssen wir auch gleich noch die CPU ein bisschen übertakten. Aber erstmal ist jetzt die GPU dran. Zumindest so ein bisschen grundsätzlich. Oh, das reicht mir erstmal. Wir dürfen den nicht zu hoch greifen, was das angeht. So, 2400. Ach stimmt, wir haben B460. Kacke, wir können ja die CPU gar nicht übertakten. Shit. Das habe ich gar nicht bedacht. Mist. Oh, na toll, dann erreichen wir... Ne, das war hier sogar ein B360, nicht 460. Dann werden wir wahrscheinlich mit dem 9900K allerdings auch nicht sehr weit kommen. Weil den können wir dann ja auch nicht übertakten. Ernsthaft? Das war schon zu warm? Wow. So, Sekunde, dann gehen wir hier natürlich nochmal ein bisschen runter. Was, immer noch? Ernsthaft? Das sah doch eben eigentlich noch ganz gut aus. Halt auf 2100. Wir müssen schon rausfinden, was möglich ist. Wow, selbst das ist schon in so einem hohen Bereich. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Und nochmal 5 MHz. Jetzt wird es mir zu risky. Wir probieren es mal. Allerdings, das hier sieht schon nicht sehr vielversprechend aus, wenn wir ehrlich sind. Könnte sein, dass wir sogar noch ein neues Mainboard brauchen. Vielleicht sogar noch mal eine neue CPU, aber ich will eigentlich gerne bei dem Sockel jetzt bleiben. Gerade wo wir jetzt halt sowieso schon 9900K gekauft haben. Da wäre das ein bisschen Verschwendung. Aber eigentlich die 1080 Ti, ja, die müsste schon eigentlich in dem Leistungsbereich liegen. Finde ich. 13.000 müssten damit möglich sein. Vielleicht überschätze ich die Karte aber auch. Man weiß nie. Ich weiß jetzt gerade halt nicht mehr auswendig, was hatten wir für eine Punktzahl bei den einzelnen PCs, die wir da bei Ricks Rechner da verscherbelt haben. War das nicht auch in diesem Bereich von 13.000 Punkten? Weil dann wären wir hier natürlich ein bisschen sehr an der unteren Kante davon, weil das war ja mehr als eine 1080. Wir hätten da ja sogar eine 6800 XT. Wir hatten eine 3090 irgendwo drin. Vielleicht habe ich hier tatsächlich jetzt ein bisschen sehr gespart. Kann natürlich sein, dass wir das jetzt zu spüren bekommen und es nicht funktioniert. Das wäre ungünstig, aber ja. Gut. Das hat nie jemand gesehen, okay? Vielleicht, ich guck mal, was haben wir sonst an CPUs, die... Also, nicht so, sondern so. Was haben wir sonst an CPUs grundsätzlich? 10.600K. Wir könnten natürlich mal 10.600K probieren. Wenn wir dafür ein Board haben. Ich guck gleich mal. So. Da schauen wir mal. Ach, ernsthaft? Ich muss das Netzteil dafür ausbauen? Was ist denn das für ein Müll? Hä?
Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt das Netzteil wieder zuerst einbaue. Ah, wegen den Schrauben in der Theorie. Okay. Ja gut, wir haben nur die Boards. Wir haben nichts anderes. Ich würde trotzdem dann wenigstens 9900k reinhauen und den fett übertakten. So weit wie möglich. Wo haben wir den? Hier. Sekunde, wir sollten vielleicht vorher RAM einbauen. Und auch vorher ein Speichermedium einbauen. So, alles Defekte kann erstmal raus. Haben wir einen 2 GB Riegel. Noch einen haben wir nicht. Okay. Dann packen wir hier auf jeden Fall die 2080 rein, die wir gekauft haben. Die müsste durchaus ein bisschen mehr Performance uns bringen. Ich hoffe, es ist genug. Kann allerdings sein, dass auch die immer noch zu schwach ist. Ich war allerdings mir relativ sicher. So, Sekunde. Jetzt sollten wir allerdings auch mal hier ein bisschen mehr übertakten. Na? Lässt du uns bitte Mainboard? Das wäre super lieb. So, wir gehen erstmal auf 2400. Und dann probieren wir hier mal 5,2. So. Ja, das sieht ein bisschen hoch aus. Das ist es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ist mehr als 5,1 nicht drin, ne? Okay. Das ist okay. Aber es ist durchaus schon mal ein Upgrade gegenüber der anderen CPU. So, das gleiche gilt auch für die Grafikkarte grundsätzlich. Auch die ist erstmal ein durchaus großes Upgrade. Und da sind wir trotzdem 90er Bereich schon bei der CPU. Das ist sehr hoch. So, ich würde hier trotzdem noch ein bisschen im Speichertakt auch hochgehen wollen. Ja, ich glaube, mehr traue ich mich nicht. Sind wir jetzt überall schon im 90er Bereich. So, das sollte aber auf jeden Fall ein gutes Stückchen mehr Performance bringen. Also, ne, mehr Punkte letztendlich bringen. Weil die Performance ist durchaus ein gutes Stückchen höher. Jetzt hoffen wir nur, dass es auf für die 13.000 reicht. Aber ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier 70, das ist halt nicht viel höher. Wir hatten vorher ja um die 10.000 bei der GPU an Punkten und da waren wir hier im 60er Bereich. Jetzt der 70er Bereich, da, ich glaube nicht, dass das reicht, um gerade halt auch noch dann was, das, was bei der CPU fehlen wird, auszugleichen. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich auf ein RTX 30er Niveau. Aber wir sehen es ja gleich. Ich hoffe immer noch irgendwie so ein ganz klein wenig, dass es reicht. Bitte. Das musst du uns lassen, Spiel. Wenigstens das eine kleine bisschen Erfolg. Ja. Das hat uns ja echt viel gebracht, ne? Ah, verdammt. Wenigstens hat uns das Spiel dazu gebracht, dass wir jetzt ein bisschen mehr neue Hardware hier haben. Aber weißt du was, wir kaufen uns jetzt die gute alte 6800 XT Taichi da von ASRock und die haut das raus.
Da haben wir ja schon mal gesehen, die soll RX 6900 XT Performance abliefern. Wenn die jetzt nicht ballert, dann weiß ich auch nicht. Oh nein, jetzt sagt mir nicht, dass die... Die ist zu groß für das Case. Ja, das ist jetzt ungünstig. 330, oh. Ja. Ist ja gut, Spiel. Wir lernen unsere Lektion. Langsam, aber sicher. Ich war so sicher, dass das reicht. Von der Länge der GPU, aber... So wird man enttäuscht. So, gucken wir jetzt mal, was wir da so raushauen können. Ah, nee, da bleiben wir erstmal. Hier müssen wir ein bisschen was ändern. Zumindest insofern das halt drin ist. War zu viel, das habe ich mir gedacht. Bauen wir jetzt nochmal. So. Wenn es jetzt aber mit der 6900 XT immer noch nicht ausreicht, dann bin ich ein bisschen verdutzt und ein bisschen mad. Das kann eigentlich nicht sein. So, da gehen wir noch mal ein bisschen hoch. Und dann würde ich jetzt hier erstmal weitermachen. Gehen wir direkt mal hier hin. Mist. Klein wenig zu viel. Aber nur so ein klein wenig. So, jetzt kannst du mir nichts vormachen, Spiel. Danke. Danke, das ist sehr lieb. So, ich weiß, bei der CPU hat sich jetzt nichts getan, aber die GPU muss das jetzt rausreißen. Mit der anderen waren wir bei 11.000 Punkten bei der reinen GPU-Leistung, aber hier, das ist eine RX 6900 XT. Wenn die das jetzt nicht packt, dann geht's halt nicht. Außer wir müssen halt die CPU upgraden, aber das will ich nicht. Ne, das ist schon mal ein bisschen mehr convincing hier, das Ergebnis. Wenn wir über 100 Frames sind. Wahrscheinlich reichen wir jetzt damit irgendwie aus irgendeinem Grund 16.000 Punkte. Ich weiß, ganz da werden wir nicht rankommen, aber wir werden auf jeden Fall eine deutlich höhere Punktzahl erreichen und 13.000 sind auf jeden Fall drin. So frei bin ich jetzt an der Stelle, das zu behaupten. Hier sollten wir eigentlich auch noch zumindest in die Nähe der 100 kommen. Vielleicht erreichen wir die aber auch nicht mehr ganz. So lange läuft der Test ja nicht. Ja, gerade am Ende hier kämpft er sich so ein bisschen um die 99 Frames gerade. Schade, die 100 werden wir nicht mehr sehen. Ja, 15.000 Punkte. Danke. So, ich habe gar nicht geschaut, sollten wir sonst noch was bei dem PC machen? Nee, nur noch das Netzteil und du wolltest eventuell einen komplett neuen Sockel, aber den hast du nicht gekriegt, auch wenn du trotzdem ein CPU-Upgrade gekriegt hast. Auch wenn ich ehrlich bin, 9600K hätten wir jetzt hier wahrscheinlich auch nochmal einbauen können und es hätte trotzdem gereicht. So, gute Arbeit und mit dem Expertenaugenmerk für Details. Unser nächster Test wird der Test sein. Ich spüre es. Klar. Gut, ich würde sagen, an der Stelle sollte es aber mal von dieser ungeplanten XXL-Folge von PC Building Simulator gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Wenn es noch nicht getan hat, auch gerne ein Abo, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Ich erinnere an der Stelle nochmal daran, dass ihr momentan euch PC Building Simulator für knapp 14 Euro mit allen DLCs, also damit meine ich natürlich auch
mit allen Workshops, die es gibt, also nicht nur in dem Modus, sondern halt grundsätzlich allen Workshops auch bekommt, sowie auch der eSports Expansion. Also nur um das gesagt zu haben, ich finde, das ist ein guter Deal und wollte euch das einfach mal gesagt haben. Dann hören wir uns in der nächsten Folge von PC Building Simulator oder einem meiner anderen Let's Plays. Bis dann und ciao.